Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nun gehen wir zum westlichen des Hylianische Steppe und dort gehen wir jetzt zu den Gerudo-Wüste. Das ist unsere nächste Mission. Oh, da würdet ihr euch sicher freuen, weil diese epische Musik kommt. Ding, 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 ding. Und mit diesem Enterhaken muss man jetzt hier ranziehen. Und schaut an, wer da ist. Ah, hast du gedacht, wir sind schon tot? Aber wir sind hier in Gerudo-Wüste umgezogen. Weil ich suche nach den Jungs, wo sie vermisst sind. Könntest du für mich ihn finden? Ja, ich dachte schon, die wären gestorben. Weil, wie ihr schon in Kakariko gesehen habt, da war niemand mehr da. Und wo ich das Grabstein gelesen habe, da war doch das Gedenken. Aber Gott sei Dank leben die. Anscheinend wurden diese Leute entführt. Und die wollen wir jetzt befreien. Oh, ich habe so eine wahnsinnige Hype auf dieses Lied. Gerudo-Festung. Oh, das wird auch eine komplizierte Sache. Ding 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 ding. Halt! Bleib wo du bist! So, nun sind wir hier eingefangen. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe! Wow, ich sehe streng. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder hier raus? Indem ihr hier einsetzt. Tada-da. Sie kann mich nicht einfangen. So, dann gehen wir mal hier rein. Diebesversteck. Halt, bleib wo du bist! Ich fische jetzt die Frage. Da muss man schon großer Links sein. Weil ich wollte schon fragen, ob ich als kleiner Link auftreten soll. Oder vielleicht ist auch die falsche Eingang. Das kann auch sein. Ja, das ist, glaube ich, der falsche Eingang. Da muss ich halt woanders beginnen. Da fangen wir mal doch hier an. So, dazu benötigen wir einen Schlüssel. Oh ja, wieder Rupees. Ich kann ja bis zu 500 tragen. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen.
Hey, pass auf! Unterschätz uns nicht! Wow! Sobald wir geschlagen sind, sind wir wieder hier. Ha, das ist echt knifflig. Also man darf nie getroffen werden, wenn man gegen diese Wächterin antritt. Ja, komm. Spring rüber. Nicht schlecht. Komm schon her. Wow, epic fail. Schon wieder nach ersten Schlag schon. Also, da muss man schon geschickt sein. So, versuchen wir es nochmal. Bingo! Ein kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Du kannst sie nur in diesem Labyrinth einsetzen. Obwohl es kein Dungeon ist. Seht ihr, da kann man jederzeit Rupees holen. Und zack. So, da befreien wir ihn doch mal. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Yuppie, 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 ich bin frei. Toll. Wisst ihr, an was das mich erinnert? An Amazon Lily von One Piece. Die mögen Männer nicht. So, dann gehen wir doch gleich hier rein. Wenn es sich schon anbietet. Gucken. Schauen wir mal, ob wir da hindurch können. Nee, da auf jeden Fall nicht. Weil dort würde die Wache auf mich warten. So, gleich hier rein. So, da sind schon zwei Leute. Oh, eins ist schon offen. Aber irgendwas ist doch Verdächtiges, meine ich. Nö? Komm, spreng das doch mal mit Bombe. Nö, anscheinend nicht. Okay, gut. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle.
Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Unterschätz uns nicht! Also wenn sie so einen Special Move macht, dann müsst ihr sofort verhindern. Sonst seid ihr wieder hier drin. Ich will hier bleiben, weil der Song geil ist. Oh ja. Oh, ich würde echt gern dort bleiben und dieses Lied anzuhören. Das ist einfach nur einmalig. So. Wie gesagt, weil dort hinten würde die Wächterin auf mich warten. Seht ihr, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Also es würde euch nichts ausmachen, wenn ich länger hier bleibe, oder? Das spielt für mich keine Rolle, wie schnell ich das durchspiele. Weil das ist einfach geil. Einfach geil. So, diesmal hat sie mich nicht erwischt. Dann komm her! Dann verdräng sie doch in die Ecke! Ding, 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 ding. Yeah! Tu sie weh! Nein! Ding, 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 ding. Ich war so nah dran! Oh, die sind aber echt stark, Link! Ja, ich weiß. Und die sind auch nicht zum Spaßen. Aber ich find's geil, endlich mal gegen eine Frau anzutreten zu dürfen. Und hier kann ich jedes Mal 20 Rupies einsammeln. Warum nicht? Aber ich war so nah dran, sie zu besiegen. Das ist bestimmt doch ein Schlag gefehlt. So, dann komm her. Also, sie kann mir schon wehtun. Jetzt! Ah, hier ist die Schlüssel. Ding, ding, ding. Ein kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Du kannst ihn nur in dieses Labyrinth einsetzen. So, dabei freuen wir ihn.
Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Yippie, yippie, jetzt bin ich wieder frei. Yay! Ich werde ein Zimmermann bleiben. Ja, das freut mich für dich. So, machen wir die Kisten kaputt. Oh, da sind immer nur ein Rupi drin. So, dann gehen wir mal hier oben weiter. Dann hier. Jetzt ist die Frage. Kann ich das überwinden? Kann ich denn so weit rüber springen? Hoffentlich, Link. Hoffentlich schaffst du darüber zu springen. Sonst gibt's Ärger. Nein! Warten wir mal. Da gibt's immer eine Rubine, ein Herz und Pfeil. Ja, da könnte ich fragen, ob ich da sie mit Pfeil umlegen kann. Das könnte ich mal probieren. Ja, es mag zwar kompliziert aussehen, diese Festung, aber ist eigentlich simpel. Also da müsste ich eigentlich rüberkommen, oder nicht? Ich versuche mal mit dem Pfeil. Echt, tatsächlich? Cool! Man kann sie doch mit Pfeilen austricksen. Jetzt die Frage, wo geht's weiter? Also da. Oh, da ist eine große Truhe. Und da unten wäre eins. Gute Frage. So, klettern wir mal hier hoch. Ding ding. Ding 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 ding. Was da jetzt wieder? Spring! Das geht nicht. Das geht nicht. Dann spring mal hier rüber. Das ist die Frage. Also da müssen wir schon rüberkommen.
So, da holen wir unser Enterhaken. Also, da komme ich nicht hin. Also gehen wir hier rein. Schaffen wir die noch, die anderen zwei Kumpels zu befreien? Das erfahrt ihr im nächsten Part. Ciao.